Zeugnis über die Offenbarung des Alten und des Neuen Testaments nach Kapiteln. Die vielen Pastoren, Theologiestudenten und Gläubigen, die Sie an dem Shincheonji Online-Seminar teilnehmen. Es freut mich, Sie zu sehen. Ich bin heute für die Moderation zuständig, Myeonggun Shin. Ich möchte Ihnen von ganzem Herzen danken, dass Sie an dem Shincheonji Online-Seminar teilnehmen, das gerade in die ganze Welt ausgestrahlt wird. Bevor wir beginnen, wollen wir mit demselben Herzen beten und damit das Seminar beginnen. Hochheiliger Vater Gott, der du voller Liebe und Gnade bist und unserem Jesus, der für uns das Kreuz getragen hat und für unsere Sünden zum Sühneopfer geworden ist, Dank und Herrlichkeit bringen wir euch dar. Die Worte des neuen Bundes der Offenbarung und im Anschluss auch die Worte über die Geheimnisse des Himmelreichs, die Gleichnis und ihre Realität, haben wir gehört. Und nun werden auch noch die offenbarten Worte über das Alte und das Neue Testament nach Kapiteln über YouTube in der ganzen Welt hinausposaunt. Und für diese Gnade danken wir dir noch einmal und bringen wir dir alle Herrlichkeit dar. Alle, die gerade diese Worte hören, dass sie klar erkennen können, dass die jetzige Zeit die Zeit ist, in der die Offenbarung sich erfüllt. Und dass sie auch schauen, wer bin ich überhaupt in der Bibel, von wem ist da die Rede, und dass sie dann diesen letzten Posaunenschall hören und überlegen, was hat das mit mir zu tun? Bitte lass es so eine Stunde werden. In dieser Stunde wollen wir auch hören über den neuen Bund, der in dem Blut Jesu geschlossen wurde. Und so lass es eine kostbare, erkenntnisreiche Stunde sein. All das vertrauen wir dir an. Und im Namen unseres Herrn und Retters Jesus, der voller Liebe und Gnade ist, haben wir gebetet. Amen. Heute machen wir weiter mit Mittelstufe, Lektion 12, der neue Bund, der im Blut Jesu geschlossen wurde. Bitte füllen Sie die Worte, die bezeugt werden, gut in Ihre Herzen. Und so hoffe ich, dass es für Sie eine erkenntnisreiche, nützliche Stunde wird. Dann wollen wir heute den Lehrer Taesong Chong vom Thomas-Stamm der Shincheonji-Kirche Jesu nach vorne bitten, der uns Worte über den neuen Bund verkündigen wird, der in Jesu Blut geschlossen wurde. Alle Pastoren und Theologiestudenten und auch Heiligen der ganzen Welt, die Sie auf Himmelreich und ewiges Leben hoffen, ich grüße Sie, sind Sie wohl auf? Ich bin der Gemeindeleiter der Iksan-Gemeinde vom Thomas-Stamm der Shincheonji-Kirche Jesu, Taesong Chong. Ich möchte Ihnen allen von ganzem Herzen meinen Dank ausrichten, dass Sie an dem diesmaligen Shincheonji Online-Seminar Zeugnis über die Offenbarung des Alten und des Neuen Testaments nach Kapiteln teilnehmen. Der Inhalt dessen, was Sie heute mit mir gemeinsam betrachten werden, sind die Worte aus Mittelstufe Lektion 12, der neue Bund, der in Jesu Blut geschlossen wurde. Die Hauptreferenz ist Lukas Evangelium Kapitel 22. Weitere Hauptreferenz bildet Offenbarung Kapitel 5 und der Inhalt von Offenbarung 7. Unsere Pastoren werden teilweise diese Worte kennen und es wird auch einige geben, die das nicht so gut kennen. Aber ich hoffe, dass Sie durch die Lehrstunde von mir heute die Antworten noch einmal überprüfen und dass es eine kostbare Zeit für Sie wird. Und diese Inhalte, die heute bezeugt werden, was Sie mit uns für einen Bezug haben, die wir in dieser Zeit leben, dass Sie das eindeutig erkennen, dass es eine kostbare Zeit wird, das würde ich Ihnen wünschen. Dann wollen wir jetzt zunächst einmal kurz darauf eingehen, worum es im Lukas-Evangelium geht, welches die Hauptreferenz ist. Das Lukas-Evangelium wurde von heute aus gesehen vor etwa 2000 Jahren niedergeschrieben. Derjenige, der es aufgeschrieben hat, war einer von den Menschen, die Jesus geglaubt haben und ihm nachgefolgt sind, der sowohl die Apostelgeschichte als auch das Lukas-Evangelium niedergeschrieben hat, nämlich durch Lukas wurde das niedergeschrieben. Das Wichtige ist der Inhalt von dem heutigen Text in Lukas 22, da geht es nämlich darum, dass Jesus den neuen Bund geschlossen hat. Die heutige Überschrift lautet, der neue Bund, der im Blut Jesu geschlossen wurde. Dass es als neuer Bund bezeichnet wird, das liegt ja daran, dass es davor noch einen Bund gegeben hat. Dann ist als erstes die Frage, aus welchem Grund ist dieser neue Bund überhaupt geschlossen worden? Das wollen wir zuerst herausfinden.
Die Stelle, wo genau von dem ersten Bund geschrieben wird, ist 2. Mose 19, Vers 5 bis 6. Da geht es darum, dass Gott mit dem fleischlichen Israel einen Bund schließt. Und so befiehlt Gott Mose, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Und ihr sollt mein Königreich und Priestern und eine heilige Nation sein. Und er sagt, das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Das hat der Mose befohlen. Dementsprechend hat Gott mit dem fleischlichen Israel einen Bund geschlossen. Das, was bei diesem Bund am allerwichtigsten und das allererste Gebot wurde, war das, was wir in 2. Mose 20, Vers 3 geschrieben finden, wo es heißt, dass außer Gott keinen anderen Göttern gedient werden sollte. Aber dieses fleischliche Volk Israel, das den Bund geschlossen hatte, sehen wir in 1. Könige 11. Das hat unter dem israelitischen König Salomo diesen Bund gebrochen, indem er heidnischen Göttern diente und so auch das Volk Israel heidnischen Göttern diente und folgte. Dadurch wurde das Versprechen mit Gott verworfen und das Versprechen aufgelöst. Über dieses fleischliche Volk Israel, das auf diese Weise dem Bund die Verheißung gebrochen hatte, was Gott darüber gesagt hat, dazu lesen wir einmal die Worte von Hosea 6, Vers 7. Sie aber haben den Bund übertreten wie Adam, haben dort treulos gegen mich gehandelt. Ja, Gott hat auf diese Weise über das Volk Israel, das den Bund, die Verheißung mit Gott übertreten hat und verworfen hat, gesagt, dass sie wie Adam den Bund übertreten haben und dass sie treulos gehandelt haben. Letzten Endes war das fleischliche Volk Israel aus dem Erbgut des Sünders Adam geboren und hat wie Adam den Bund mit Gott verworfen und ist abgefallen. Dementsprechend war es infolge des Abfalls vom fleischlichen Israel so, wie wir in Hebräer 8, Vers 7 sehen können, dass also Tadel an dem ersten Bund entstanden ist. Dadurch, dass an dem ersten Bund Tadel entstanden ist, hat Gott durch den Propheten des Alten Testaments Jeremia die Erschaffung eines Neuen verheißen. Wenn wir in Jeremia 31, Vers 22 schauen, da hat Gott nämlich verheißen, dass er ein Neues schaffen wird. Wenn es heißt ein Neues, dann bedeutet das ja, dass es etwas anderes ist als das, was davor gewesen ist. Die Erschaffung eines Neuen ist, dass ein Reich Gottes erschaffen wird, das ohne Sünde ist. Das heißt, die Vollendung von dieser Erschaffung eines Neuen, die sehen wir dann in Offenbarung 21, denn dort werden ein neuer Himmel und eine neue Erde erschaffen und vollendet. Letzten Endes bedeutet also die Erschaffung eines Neuen, dass eben die Schöpfung von dem neuen Himmel und der neuen Erde von Xinchenji diese neue Schöpfung ist. Gott hat für die Erschaffung eines Neuen, sprich für die Erschaffung vom neuen Himmel und der neuen Erde, also durch den Propheten Jeremia, dann auch sehr wichtige zwei Dinge verheißen. Um diese Erschaffung eines Neuen zu bewirken, wurden zwei Dinge verheißen. Erstens, das, was in Jeremia 31, Vers 27 geschrieben steht, nämlich die Verheißung, dass zwei Arten von Samen gesät werden würden. Und als zweites, das, wovon in Jeremia 31, Vers 31 die Rede ist, was den heutigen Kerninhalt bildet, nämlich, dass ein neuer Bund geschlossen werden würde, diese Verheißung. Diese zwei wichtigen Verheißungen für die Erschaffung eines Neuen, die hat Gott dem Volk Israel etwa 600 Jahre lang verkündigen lassen. Und etwa 600 Jahre später, als dann die Zeit des ersten Kommens Jesu gekommen war, da hat sich dann diese Verheißung erfüllt. Gott, der die Verheißung gegeben hatte, kam zu Jesus und erfüllte dann die Prophezeiungen über die
Schließung eines neuen Bundes, die er durch den Propheten Jeremia verheißen hatte. Und der Inhalt davon ist eben das, was in der heutigen Hauptreferenz geschrieben steht, nämlich Lukas, Kapitel 22, Vers 14 bis 20. Diesen Inhalt wollen wir einmal lesen. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ja. Der Inhalt der Hauptreferenz, den Sie gerade gelesen haben, ist etwas, was davon handelt, dass Gott, der durch die Propheten des Alten Testaments Verheißungen gegeben hatte, zu Jesus kam und das, was er verheißen hatte, nämlich den neuen Bund, schloss. Und dieser neue Bund ist das, was Jesus als Versprechen mit den Jüngern geschlossen hat. Der neue Bund wurde in der Nacht des Passafestes geschlossen. Das Wichtige ist allerdings der Inhalt von dem neuen Bund. Der Inhalt davon war nämlich, dass bis das Reich Gottes herabkommt, nicht mehr getrunken werden würde von dem Gewächs des Weinstocks. Und bis das Reich Gottes erfüllt sein würde, würde er die Speise des Passafestes nicht mehr essen. Davon handelte die Verheißung. Wenn man das umgekehrt formuliert, bedeutet das, wenn die Zeit kommt, wo das Reich Gottes herabkommt, in der Zeit, wenn das Reich Gottes erfüllt wird, dann wird man also wieder von dem Gewächs des Weinstocks trinken, das heißt, die Speise des Passafestes also wieder trinken und essen. Wenn wir das mal zusammenfassen, handelt der neue Bund im Kern davon, dass das Reich Gottes herabkommt und dass das Reich Gottes sich erfüllt, nämlich zu der Zeit des Wiederkommens des Herrn. Und da wird es dann so sein, dass man in diesem Reich Gottes das Blut und Fleisch Jesu, sprich die Passaspeise, wieder essen wird. Das war also die Verheißung. So, das bedeutet, wann erfüllt sich dann wohl dieser neue Bund? Der neue Bund ist die Offenbarung. Wenn der neue Bund die Offenbarung ist, dann heißt es, dass die Zeit, in der die Offenbarung erfüllt wird, das heißt die Zeit des Wiederkommens des Herrn, eben die Zeit ist, wo der neue Bund erfüllt wird. Die Zeit des Wiederkommens des Herrn, in der das Reich des Vaters herabkommt, ist also genau die Zeit, wo der neue Bund erfüllt wird. Auch wir Gläubigen, wir müssen den neuen Bund halten. Um den neuen Bund zu halten, müssen wir in dem verheißenen Reich des Vaters das Blut und Fleisch Jesu zu uns nehmen. Aber dieses Blut und Fleisch Jesu, das wir zu uns nehmen müssen, sprich die Passaspeise, was das ist, müssen wir wissen. Nur so können wir den neuen Bund halten. Und deswegen wollen wir die wahre Bedeutung von der Passaspeise herausfinden, die wir zu essen haben, die wahre Bedeutung von Jesu Blut und Fleisch. Zu Moses Zeit hat das Volk Israel, um den Plagen zu entgehen, Lämmer geschlachtet, ihr Fleisch im Feuer gebraten und gegessen und das Blut an die Türschwellen und Türpfosten gestrichen. Und so ist dann die Plage an ihnen vorübergezogen. Weil die Plage vorbeigezogen ist, wurde das dann Passa genannt. Und dementsprechend wurde dieses Geschehnis zur Moseszeit als Gleichnis genommen. Und über Jesus, der uns von der Sünde erlöst hat, in Johannes 1, Vers 29 gesagt, dass er das Lamm ist. Das heißt, das Blut und Fleisch des Lammes Jesu, das wir essen müssen und trinken müssen, was ist das wohl? In den Worten von Johannes 6, Vers 51 bis 58, da
hat Jesus gesagt, dass er das vom Himmel herabgekommene lebendige Brot sei. Jesus war also die Speise des Himmels, er selbst war diese Himmelsspeise. Wir müssen also Jesus essen, aber wie sollten wir wirklich das Blut und Fleisch Jesu essen und trinken? Jesus sagt selbst, nur wer mein Blut und Fleisch trinkt und isst, kann ewig leben. Das heißt, was ist dann das Blut und Fleisch Jesu, das wir essen und trinken müssen, um ewig zu leben? Das ist eben nichts anderes als Worte des Lebens von Jesus. Diese Worte des Lebens von Jesus sind also genau die Wirklichkeit von dem Blut und Fleisch Jesu. In Lukas 22 hat Jesus den neuen Bund geschlossen und der Kerninhalt davon ist, dass in der Zeit des Wiederkommens des Herrn, wenn das Reich des Vaters sich erfüllt, dass dann in diesem Reich des Vaters die Worte des Lebens Jesu, sprich die Passahspeise, wieder gegessen wird. Das ist die Verheißung. Weil es wichtig ist, möchte ich es noch einmal sagen, der Kerninhalt vom neuen Bund ist, dass in der Zeit des Wiederkommens des Herrn, wenn das Reich des Vaters herabkommt und das Reich des Vaters sich erfüllt, dass in diesem Reich des Vaters die Worte des Lebens Jesu, sprich die Passahspeise, wieder gegessen wird. Das ist hier verheißen. Das, was wir Gläubigen unbedingt wissen müssen, ist, dass Gott und Jesus Personen sind, die auf alle Fälle ihre Verheißung erfüllen. Das heißt, doch dann, dass auch wir Gläubigen diesen neuen Bund halten müssen. Aber nur wenn man den Inhalt des neuen Bundes kennt, kann man, wenn sich der neue Bund erfüllt, daran glauben und das auch bewahren. Allein um den neuen Bund zu bewahren, müssen wir etwas unbedingt wissen, nämlich den Inhalt des neuen Bundes. Was das nämlich beinhaltet, wollen wir jetzt herausfinden. Als erstes, dieses verheißene Reich des Vaters, wo man das Blut und Fleisch Jesu zu sich nehmen kann. Wo das ist, muss man zuerst wissen. Als zweites muss man wissen, zu welcher Zeit wer die Menschen, sprich die Wirklichkeiten sind, die die Passahspeise, nämlich das Blut und Fleisch Jesu, essen. Und als drittes muss man wissen, das Blut und Fleisch Jesu, wie, sprich über was für einen Prozess hinweg kann man das dann essen. Als viertes, ein Mensch, der das Blut und Fleisch Jesu zu sich genommen hat, sprich die Menschen, die den neuen Bund bewahrt haben, was für eine Folge werden sie daraus ziehen, das muss man auch wieder wissen. Diese Inhalte des neuen Bundes müssen wir eindeutig kennen. Nur so können wir in der Zeit des Wiederkommens des Herrn, in der sich also der neue Bund, sprich die Offenbarung, erfüllt, wenn diese Inhalte sich erfüllen, dann auch glauben und bewahren. Dann wollen wir herausfinden, in der Zeit des Wiederkommens des Herrn, wo der neue Bund erfüllt wird, da wird die Passahspeise, das Blut und Fleisch Jesu, zu sich genommen in dem Reich des Vaters. Aber wo dieses verheißene Reich des Vaters ist, wollen wir herausfinden. Zur Zeit der Erfüllung des neuen Bundes der Offenbarung, zu der Zeit des Wiederkommens des Herrn, ist es gemäß den Worten von Offenbarung 5, Vers 9 bis 10 so, dass das Reich Gottes, sprich das Reich des Vaters, das durch das Blut Jesu gekauft wurde, zum Vorschein kommt. Über dieses Reich sehen wir in einem der vier Evangelien, nämlich in Matthäus 8, Vers 11 bis 12, wird gesagt, dass die ursprünglichen Söhne des Reiches hinausgeworfen werden. Und dann gibt es diejenigen, die von Osten und Westen gekommen sind. Diese Menschen, heißt es, sitzen im Himmelreich zu Tisch. Dieses Himmelreich ist eben nichts anderes als das verheißene Reich des Vaters. Das heißt, diese von Osten und Westen gekommenen, die sich im Himmelreich zu Tisch liegen, wie haben die sich wohl versammelt? In Offenbarung 14, Vers 14 bis 16 sehen wir, dass das die
Weizenheiligen sind, die hierher geerntet worden sind. Das heißt, sie sind die Ernte. Diese geernteten Erträge sind eben in dieser Scheune versammelt und das ist genau das Himmelreich, wo sich diejenigen, die von Osten und Westen gekommen sind, niederlassen. Und es ist auch das Reich des Vaters, wo der neue Bund, der in dem neuen Bund verheißen wurde. Und in Offenbarung 7 sehen wir, dass dementsprechend diese geernteten Früchte versiegelt werden und erschaffen werden zu den versiegelten 144.000. Die gibt es dort. Darüber hinaus steht geschrieben, dass eine weiße Schar herbeigeströmt kommen wird zu diesen 12 Stämmen, die nämlich durch das Blut Jesu ihre Gewänder reingewaschen haben. Das bedeutet, es gibt also diese versiegelte 144.000 und die weiße Schar und diese 12 Stämme und diesen eben dieses verheißene Reich des Vaters, das Himmelreich und die Scheune. Das ist der Ort, der als Reich mit dem Blut Jesu erkauft wurde. Er ist ohne Sünde und es ist ein Reich, mit dem Gott und Jesus gemeinsam sind. Wenn wir in Offenbarung 14, Vers 1 bis 5 schauen, da heißt es, dass der Thron Gottes dort ist und dass auch das Lamm Jesus dort ist und dass diejenigen, die geerntet worden sind, die Erstlingsfrüchte, eben an dem Ort von Offenbarung 14, Vers 5, sind, wo die 144.000 sind. Und das ist eben der Berg Zion. Dieser Berg Zion ist nichts anderes als die Scheune und das ist wiederum das Reich des Vaters, sprich das Himmelreich. Und dieser Ort sind eben die 12 Stämme. Dass sowohl Gott als auch Jesus mit diesem Ort sind, das bedeutet dann, dass es in diesem Reich keine Sünde gibt. Gemäß den Worten von Offenbarung 21, Vers 1 bis 4, ist das Reich, worauf sowohl Gott als auch das Himmelreich herabkommen. Und das sind eben der neue Himmel und die neue Erde, die erschaffen wurden, nachdem der erste Himmel und die erste Erde vergangen sind und auch das Meer nicht mehr ist. Und dieser Ort ist eben nichts anderes als das verheißene Reich des Vaters, wo die Passahspeise zu essen gegeben wird. Dieser Ort ist eben das ewige Reich Gottes, mit dem Gott, Jesus und das Himmelreich in Ewigkeit gemeinsam sind. Letzten Endes gibt es dort keine Sünde. Und Gott ist mit diesem Ort, mit diesem neuen Himmel und der neuen Erde. Und das zu erschaffen, das ist eben die Erschaffung eines Neuen, die durch den Propheten Jeremia verheißen worden war. Das heißt, wir sehen anhand der Bibel, dass das Reich des Vaters, das im Neuen Bund verheißen wurde, dass die Passahspeise essen wird, eben das neue Reich und das neue Volk, die 12 Stämme sind. Die verheißenen 12 Stämme vom neuen Himmel und der neuen Erde, Shincheonji, folgen den Inhalten, die im Neuen Bund verheißen sind und haben sowohl die Organisation als auch die Gemeindenamen, gerade so wie wenn ein Stempel abgedrückt worden wäre, erschaffen. All diese Dinge sind nach der Verheißung des neuen Bundes geschlossen worden. Dass nach der Verheißung des neuen Bundes etwas erschaffen wurde, bedeutet, dass Jesus, der die Verheißung gegeben hatte, den neuen Bund seinerseits gehalten hat. Das bedeutet doch dann, dass auch wir Gläubigen diese Verheißung bewahren und zu den 12 Stämmen zugerichtet werden sollten. Das ist dann der Weg, den wir als Gläubige gehen sollten. So. In diesem Reich des Vaters ist es also so, dass gemäß der Verheißung die Passahspeise, das Blut und Fleisch Jesu, zu essen gegeben werden. Aber wer ist die Wirklichkeit davon, wollen wir jetzt herausfinden. Um diesen Inhalt herauszufinden, wollen wir mal alle gemeinsam Offenbarung 5, Vers 9 bis 10 lesen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unter unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen.
Ja, das, was Sie gesehen haben, gerade in Offenbarung 5, Vers 9 bis 10, das beinhaltet wirklich wichtige Worte. Zur Erfüllungszeit dieses neuen Bundes der Offenbarung ist es so, dass hier gerade über das Reich Gottes gesprochen wird, das durch das Blut Jesu erkauft wurde. Und es wird hier gesprochen von den Priestern vom Reich Gottes, diejenigen, die hier sind, das sind wie in Offenbarung 7, die geernteten und versiegelten 144.000 der 12 Stämme. Und in Offenbarung 7, Vers 13 bis 14 sehen wir, dass es dann noch eine weiße Schar gibt, die zu den 12 Stämmen vom Reich Gottes herauskommt, indem sie in dem Blut Jesu ihre Gewänder reingewaschen hat. Dementsprechend ist es so, dass zu den 12 Stämmen vom Reich Gottes die Priester und die weiße Schar gemäß der Weisen des neuen Bundes die Passaspeise, das Blut und Fleisch Jesu, essen. Dieses neue Reich und das neue Volk, die 12 Stämme, die Familie Gottes, sind diejenigen, von denen in Offenbarung 1, Vers 5 bis 6 die Rede ist. Es sind diejenigen, die durch das Blut Jesu von der Sünde erlöst worden sind. Und Gott macht diese zum Königtum und zu den Priestern Gottes. Dementsprechend ist es so, dass die Familienangehörigen der 12 Stämme vom Reich Gottes, die den neuen Bund bewahrt haben, gemäß den Worten von Hebräer 8, Vers 10 bis 12, das Gesetz Gottes in Sinn und Herz geschrieben haben. Es sind also Versiegelte. Diese Versiegelten der 12 Stämme, diejenigen, die den neuen Bund bewahrt haben, über die sagt Gott, dass er nicht mehr an ihre Sünden gedenken wird. Das bedeutet also, sie sind die Wirklichkeit von denen, die Sündenvergebung bekommen haben. Nur wenn man die Offenbarung des neuen Bundes kennt, kann man, wenn dieser neue Bund erfüllt wird, diesen neuen Bund glauben und bewahren. Das ist jetzt nicht eine Frage dessen, ob man das einfach so weiß oder nicht weiß. Und es ist auch ein Problem, das sich damit endet, ob man das bewahrt hat oder nicht bewahren konnte. Sondern wie wir in Offenbarung 22, Vers 18 bis 19 sehen, darf man dem neuen Bund der Offenbarung nichts hinzufügen und nichts hinwegnehmen, denn sonst kann man nicht in das Himmelreich eingehen, sondern empfängt Plagen, wurde gesagt. Nur wenn wir den neuen Bund der Offenbarung kennen, können wir in dieser Zeit des neuen Bundes, wo sich die Offenbarung erfüllt, das dann auch bewahren und dann können wir auch in das Himmelreich gehen, das wir uns erhoffen. Letzten Endes ist es so, dass gemäß der Verheißung die Speise des Passafestes, das Blut und Fleisch Jesu, gegessen und getrunken wird. Die Wirklichkeiten davon sind die 144.000 der 12 Stämme, die zur Erfüllungszeit der Offenbarung erscheinen, sowie die weiße Schar. Das Blut Jesu wurde dafür genutzt, diese 12 Stämme zu erschaffen. Und die Wirkung dieses Blutes, die ist in der heutigen Zeit der Erfüllung der Offenbarung erschienen. Letzten Endes ist es so, dass die 144.000 dieser 12 Stämme und die weiße Schar, die die Sündenvergebung empfangen haben, den neuen Bund bewahren, dass sie Sündenvergebung bekommen und dann auch an die Errettung gelangen. Das Ziel unseres Glaubens sind himmelreiche Errettung. Damit wir da ankommen, sollten wir alle den neuen Bund bewahren, zu den 12 Stämmen zugehörig werden und alle zu wahrhaftigen Kindern werden, die Gott anerkennt. Das wäre wirklich schön. Damit wir so Sündenvergebung bekommen und errettet werden können, müssen wir die Passaspeise, das Blut und Fleisch Jesu, essen. Die Familienangehörigen Gottes, die zu diesen 12 Stämmen gehören, auf was für eine Art und Weise und über welchen Ablauf hinweg sie die Passaspeise, das Blut und Fleisch Jesu, essen können, werden wir herausfinden. Um das herauszufinden, wollen wir mal die Worte von Offenbarung 1, Vers 1 lesen. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was geschehen muss.
Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan. Damit wir den neuen Bund bewahren, müssen wir die Passahspeise, nämlich das Blut und Fleisch Jesu, sprich das offenbarte Wort Jesu, essen. Durch welchen Prozess ist es im Reich des Vaters so, dass diese offenbarten Worte Jesu gehört und gegessen werden können? Das wollen wir herausfinden. Der Ausdruck Offenbarung, wenn der vorkommt, bedeutet, davor war es einen versiegelten Zustand. In Offenbarung 5, Vers 1, da heißt es, dass in der rechten Hand Gottes ein mit sieben Siegeln versiegeltes Buch ist. Dieses Buch sind die Geheimnisse des Himmelreichs und es ist die Offenbarung des Johannes des Neuen Testaments. Dieses Buch, diese Geheimnisse des Himmelreichs und die Offenbarung, die kann niemand im Himmel und auf Erden öffnen, noch anblicken, wurde gesagt. Aber Jesus, er nimmt dieses Buch und Jesus, der überwunden hat, er öffnet dann in Offenbarung 6 und 8 alle sieben Siegel. Jesus hat alle sieben Siegel geöffnet, deswegen ist das jetzt kein versiegeltes Buch mehr, sondern es ist zu einer geöffneten Offenbarung geworden. Und deswegen wurde auch gesagt, Offenbarung Jesu Christi. Das Wichtige ist, dieses geöffnete Buch, die Offenbarung, das, was im neuen Bund verheißen wurde, ist, dass das Reich des Vaters herabkommt und dass zur Zeit des Wiederkommens des Herrn wieder vergängliche Speise gegessen wird, die Speise des Passafestes. Und das ist Wirklichkeit. Und deswegen ist es so, dass diese offenbarten Worte von dem geöffneten Buch zu hören und zu essen, bedeutet, die Passahspeise zu essen. Und so kann man letzten Endes hier auch den neuen Bund bewahren. Jesus, sehen wir in Offenbarung 1 und Offenbarung 10, Vers 1 bis 2, dass das einem Engel gegeben wurde. Und dieses geöffnete Buch, das hat der Engel nun empfangen und gibt das dann in Offenbarung 10, Vers 8 bis 10, dem Johannes zu essen. Johannes, der dieses geöffnete Buch, die Offenbarung zu essen bekommen hat, er verkündigt das dann gemäß den Worten von Offenbarung 10, Vers 11, den Nationen, Völkern, Sprachen und Königen. Wenn diese offenbarten Worte verkündigt werden, dann gibt es diejenigen, die diese Worte hören, glauben, bewahren und herauskommen. Und das sind genau diejenigen, von denen in Offenbarung 7 die Rede ist, die 12 Stämme, das neue Reich und das neue Volk Gottes. Sprich, sie sind dann die Wirklichkeit der Knechte, die das offenbarte Wort hören und bewahren. Wenn wir uns diesen Prozess anschauen, sehen wir die Art und Weise, wie die Passahspeise, das Wort Jesus, dieses offenbarte Wort, gehörte, gegessen werden konnte, war einzig und allein den Johannes zu treffen, der dieses geöffnete Buch zu essen bekommen hatte. Aber hier gibt es etwas wirklich Wichtiges. Diese Offenbarung, der neue Bund, wenn er sich erfüllt, dann ist es so, dass nicht der Jünger von Jesus von vor 2000 Jahren, Apostel Johannes, diese Offenbarung zu essen bekommt, sondern gemäß den Worten von Hosea 12, Vers 11, ist es so, dass die Propheten selbst als Gleichnis dienen und durch sie Gleichnisse gegeben wurden. Das heißt, in der Zeit, wo sich die Offenbarung erfüllt, ist es so, dass es einen verheißenen Hirten gibt, einen neuen Johannes, der in der Zeit der Erfüllung wie Apostel Johannes in derselben Position auftritt, der dann diese Passahspeise, das offenbarte Wort zu essen bekommt und das dann auch verkündigt. Er ist die Wirklichkeit von dem verheißenen Hirten. Wenn man diesen verheißenen Hirten, den neuen Johannes, nicht treffen kann, ist es so, dass man die Speise des Passafestes, dieses Blut und Fleisch Jesu, dieses offenbarte Wort, weder hören noch essen kann. Das bedeutet dann aber, dass man auch den neuen Bund nicht halten kann. Und das ist nicht ein Ablauf, wie ihn Menschen festgelegt haben, sondern das ist ein Ablauf, den Gott und Jesus so verheißen haben.
Dementsprechend ist es so, dass in der Zeit, wenn der neue Bund erfüllt wird, dann man diesen verheißenen Hirten, den neuen Johannes, treffen muss und seine offenbarten Worte hören muss. Nur so kann man dann die Passahspeise, das Blut und Fleisch Jesu, essen. Und das ist dann der einzige Weg, wie man den neuen Bund bewahren kann. Das bedeutet auch dann, dass für uns Gläubigen, die wir den neuen Bund bewahren sollten, dieser verheißene Hirte, der neue Johannes, extrem wichtig ist. Dieser verheißene Hirte, der das geöffnete Buch zu essen bekommen hat. Warum er wichtig ist, ist, weil die Geheimnisse des Himmelreichs, die Gott niedergeschrieben hatte, das Buch der Offenbarung des neuen Bundes, eben in den Bauch vom Johannes gelangt ist. Dieses geöffnete Buch ist auch nur eins. Auch der Hirte der Verheißung, der dieses geöffnete Buch zu essen bekommen hat, ist einzig und allein eine Person. Dementsprechend ist es so, dass abgesehen von diesem verheißenen Hirten, dem neuen Johannes, niemand das Blut und Fleisch Jesu, sprich das offenbarte Wort, verkündigen kann. Und es ist nicht so, dass jeder x-beliebige dieses geöffnete, offenbarte Buch besitzt, sondern man muss den neuen Johannes treffen, der dieses geöffnete Buch zu essen bekommen hat und der die Geschehnisse dieses Buches alle gesehen und gehört hat, dass man dann von ihm sein Zeugnis bekommt, was er gesehen und gehört hat. Und so kann man dann die Geschehnisse der Offenbarung erfahren und die Inhalte dieser Offenbarung dann auch bewahren und tun. Das ist nicht einfach eine Frage des Wissens, sondern es ist etwas, was sehr, sehr wichtig dafür sein kann, dass zwischen Himmelreich und Hölle unterschieden wird. Dementsprechend ist es so, dass der neue Johannes, der das geöffnete Buch zu essen bekommen hat, sprich derjenige, der das Blut und Fleisch Jesu, die Offenbarung zu essen bekommen hat, dass er dann alles gezeigt bekommt von Jesus, wie sich der neue Bund die Offenbarung erfüllt hat. In Offenbarung 22, Vers 18 wird, da wird gesagt, ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. In den Inhalten der Offenbarung, da kommt wiederholt der Ausdruck vor, und ich sah. Das bedeutet, zu der Zeit des Wiederkommens des Herrn, wo die Offenbarung erfüllt wird, da ist es so, dass es also einen Menschen gibt, der die Geschehnisse der Offenbarung alle gesehen und gehört hat. Dieser eine Mensch ist eben niemand anderes als der verheißene Hirte, der neue Johannes. Gemäß den Worten von Offenbarung 22, Vers 16, hat Jesus diesen neuen Johannes, der alles gesehen und gehört hat, zu seinem Boten gemacht, und die Geschehnisse der Offenbarung, die er gesehen und gehört hat, die soll er den Gemeinden bezeugen. Diese Berufung hat er ihm gegeben. Der verheißene Hirte, der neue Johannes, der diese Berufung bekommen hat, er führt gerade diese Berufung sehr treu aus. Wenn man ein Gläubiger ist, der, um in das Himmelreich zu gehen, den neuen Bund bewahren möchte, muss man sich doch darüber freuen, dass dieser Bote Jesu, der Hirte der verheißene neue Johannes, erschienen ist, und sollte sein Ohr, seinen Ohren zuneigen, zuhören, erkennen und das dann auch bewahren. Wenn wir das durch die Bibel überprüfen, sehen wir, dass das, was im Neuen Bund verheißen wurde, die Speise des Passafestes, sprich das Blut und Fleisch Jesu, das offenbarte Wort Jesu, von dem Hirten der Verheißung verkündigt wird. Und das ist der Überwinder, der neue Johannes. Ich möchte zum Fazit kommen von den Worten, die ich Ihnen heute weitergegeben habe, in Bezug auf den neuen Bund Jesu, der in seinem Blut geschlossen wurde. Als erstes, der Kerninhalt von dem neuen Bund ist, dass zu der Zeit des Wiederkommens des Herrn, wenn das Reich des Vaters herabkommt, im Reich des Vaters die Worte des Lebens Jesu, die Passahspeise, wieder gegessen wird. Als zweites ist der Ort, wo diese Speise gegessen werden kann, das Reich des Vaters. Und das ist eben nichts anderes als die 12 Stämme von dem neuen Reich und dem neuen Volk Gottes. Jesus, der diese Verheißung gegeben hatte, würde mit seinem Blut Menschen erkaufen und ein Reich erbauen. Diese 12 Stämme sind eben das Reich Gottes. Diese 12 Stämme zu erschaffen, bedeutet also eben, den neuen Bund auszuführen. Und als drittes, die Wirklichkeiten derer, die das Blut und Fleisch Jesu zu sich nehmen, sind
die 144.000 der 12 Stämme und die weiße Schar. Und als viertes, wie kann man die Speise des Passafestes, das Blut und Fleisch Jesu, essen, so wie verheißen wurde? Allein durch den Überwinder, den neuen Johannes, kann man das essen. Als letztes, die Folge für diejenigen, die das Blut und Fleisch Jesu gegessen haben, sprich für diejenigen, die den neuen Bund bewahrt haben, ist, dass Gott sie zu seinem Königtum und zu seinen Priestern macht. Deswegen sollten wir auch diese Priester werden oder auch die weiße Schar, die sich in dem Blut reingewaschen hat, denn diese bekommen Sündenvergebung und kommen an der Errettung an. Letzten Endes muss man also die Passaspeise essen und den neuen Bund bewahren. Diejenigen, die das gemacht haben, bekommen Sündenvergebung und werden an Errettung und Himmelreich gelangen. Das ist dann das Fazit den heutigen Worten. Heute haben wir Mittelstufe Lektion 12 durchgenommen. Der neue Bund, der in Jesu Blut geschlossen wurde. Nächste Stunde geht es um Johannes 1 und Johannes 3, nämlich das Wort im Anfang und über die Wiedergeburt. Dazu werden wir Ihnen dann wieder Zeugnis geben. Der Lehrer, der nächstes Mal das Wort bezeugen wird, der ist viel bemerkenswerter als ich und er ist ein Lehrer, der das Wort gut verkündigt. Bitte verpassen Sie auch die nächste Stunde nicht, sondern nehmen Sie teil und so hoffe ich, dass es eine gnadenreiche Stunde für Sie wird. Wir sind in Gott und Jesus und in der Bibel eins. Ich werde We Are One herausrufen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mitmachen. Wir sind in Gott, Jesus und der Bibel eins. We Are One. Ich möchte zu Gott beten. Vater Gott, wir danken dir und sind dir dankbar. Auch heute hast du uns Speise vom Himmel herabregnen lassen und hast uns kostbare Erkenntnisse und Gnade gegeben. Und dafür danken wir dir von Herzen. Gemäß den Worten, die du uns heute herabgegeben hast, ist es so, dass die Verheißung des neuen Bundes, die Jesus geschlossen hat, wir alle bewahren wollen, dass wir doch zu wahrhaftigen Gläubigen werden, die dich, Gott und Jesus, erfreuen können. Bitte lass uns solche Menschen werden. Alle Pastoren, die gerade hier teilnehmen, auch alle Theologiestudenten und allen Heiligen, bitte gieße du grenzenlose Gnade und Liebe über sie aus, dass sie in diesen schweren Zeiten nicht körperlich krank werden oder wegen anderen schwierigen Dingen ein schweres Herz bekommen. Bitte bewahre und beschütze du sie dafür, Vater. Auch nächste Stunde wollen wir, um deine Worte zu hören, Vater, fast ohne Fehler Seite dann auch daran teilnehmen. Das wünschen wir uns von ganzem Herzen. Und im Namen Jesu stellvertretend unsere Sünden gesühnt hat, im Namen Jesu Christi haben wir gebetet. Amen. Ja, danke schön, dass Sie bis zum Ende alle zugeschaut haben. Dankeschön. Was ist wohl mit dem Wort im Anfang gemeint? Was bedeutet wohl Wiedergeburt? Das Wort im Anfang gibt es schon, das ist nämlich Gott. Und Wiedergeburt hier steht für Wiedergeburt des Geistes. Wenn man ein wahrer Gläubiger ist, der an Gott, Jesus und das Wort glaubt, endet es nicht damit, das Wort zu hören, sondern man muss nach diesem Wort tun und aus dem Wasser des Lebens wiedergeboren werden. Dafür muss man sich unbedingt bemühen. Ja, ich hoffe, dass Sie durch die kostbaren Worte eine Stunde der Erkenntnis und der Gnade hatten. Nächste Stunde geht es um Lektion 13, nämlich das Wort im Anfang und die Wiedergeburt. Bitte nehmen Sie auch unbedingt am nächsten Mittelstufenseminar teil, dass es eine kostbare, gnadenreiche, erkenntnisreiche Stunde für Sie wird. Das Zeugnis über die Offenbarung des Alten und des Neuen Testaments nach Kapiteln, das Shinshonji Online-Seminar, wird auf diese Weise durch die offiziellen Shinshonji YouTube-Kanäle gerade zeitgleich in alle Welt übertragen. Deswegen ist es so, jeder, der sich das Herz dazu fasst, der kann diese Worte hören. Wenn Sie abgesehen zu den Worten heute noch zur Shinshonji Kirche Jesu oder zu dem offenbarten Wort offene Punkte haben sollten, können Sie unter den Rufnummern, die Ihnen aufgelistet sind, das jederzeit sich anschauen. Dann wollen wir jetzt dann auch nachfragen. Dann wollen wir jetzt mit dem Vater uns abschließen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vielen Dank an alle, die mit dabei gewesen sind.